Stellt euch vor, ihr gebt einem Waisenkind aus Afrika einen 500-Euro-Schein in die Hand. Im Normalfall wüsste dieses Kind nicht, was es damit anfangen soll. Höchstwahrscheinlich würde es nicht das Maximum aus dem lila Schein herausholen. Im Gegenteil, für eine geringe Gegenleistung, für einen niedrigen Preis, könnte es ihm abhanden kommen. Es würde ihn auch nicht großartig stören. Warum? Denn dieses Stück Papier hat keinen Wert für ihn. Kleidung, Essen, Trinken und Bildung, für ihn haben all diese Dinge einen viel höheren Wert. Ich frage euch, meine lieben Geschwister, was würdet ihr mit diesem Geld machen? Teure Schuhe? Die neueste Kleidung? In einem teuren Restaurant essen gehen? Vielleicht würde man es sogar für Dinge, die haram sind, ausgeben. Man hätte sehr viele Möglichkeiten, um damit etwas anzustellen. Für uns hat es einen ganz anderen Wert. Meine lieben Geschwister, in welchem Monat befinden wir uns eigentlich? Im heiligen Monat Ramadan. Der gesegnete Monat, in dem der Koran offenbart wurde. Ein Monat mit keinem anderen zu vergleichen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist und als klarer Beweis der Rechtleitung und der Unterscheidung. Wissen wir den Wert von Ramadan zu schätzen? Ja, wir fühlen mehr mit den Bedürftigen. Wir kommen öfter mit Familien und Freunden zusammen und brechen gemeinsam unser Fasten. Es ist die schönste Zeit des Jahres. Doch dieses Jahr hat uns Allah subhanahu wa ta'ala einen anderen Umstand gegeben. Der Allmächtige hat uns durch einen kleinen Virus, der mit bloßem Auge nicht zu sehen ist, gezeigt, wie hilflos wir sein können. Die gemeinsamen Gebete, das Fastenbrechen, der Kontakt zur Umma, alles nur noch sehr eingeschränkt. Doch hier stellt sich jetzt die Frage, ändert sich durch den Umstand, den Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat, auch der Wert vom Ramadan? War nicht in diesem Monat die erste Schlacht im Islam, die Schlacht von Badr, die Eröffnung von Mekka, die Rückeroberung der heiligen Moschee Al-Quds, das Zurückschlagen der Mongolenstürme? Diese und viele gewaltige Ereignisse haben im Monat Ramadan stattgefunden. Im heiligen Monat geht es nicht darum zu hungern oder sich den ganzen Tag damit zu beschäftigen, was heute auf den Tisch kommt und was man zu Sahur isst. Die Shayatin sind angekettet. Zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala steht nur noch deine Neigung. Es ist die Zeit, deine Bindung zum Schöpfer wiederzubeleben, deine Gebete zu verbessern, den Koran zu rezitieren, über ihn zu reflektieren und nach seinen Geh- und Verboten zu handeln. Der aktuelle Umstand darf uns nicht täuschen, sondern der wahre Wert von Ramadan sollte uns dazu verleiten, mehr als sonst zu tun. Wenn wir den Wert von Ramadan nicht kennen, so wissen wir nichts damit anzufangen. So wie das kleine Kind mit dem lila Schein. Doch der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat uns in diesen beiden Ahadith und vielen anderen den Wert erläutert. So sagte er sallallahu alaihi wasallam, mit jedem Fastenbrechen befreit Allah subhanahu wa ta'ala einige vom Höllenfeuer und das jede Nacht. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wer einen Tag freiwillig und nur Allah subhanahu wa ta'ala zuliebe fastet, dessen Gesicht hält Allah subhanahu wa ta'ala wegen diesem Tag vom Höllenfeuer mit einem Abstand fern, der in 70 Jahren zurückzulegen ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben, unser Fasten und unsere Anstrengungen annehmen. Allahumma amin.